Servus, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Und ja, ich war mal wieder so ein bisschen am Strugglen, wie man so schön sagt. Ich stieg hier ein in der laufenden Runde von Scrapyard. Eigentlich eine mir sehr vertraute Map. Noch von MW1 2019, bin ich eigentlich recht firm drin, wie man sieht. Ich muss mich noch so ein bisschen mit den leichten Änderungen zurechtfinden. Zum Beispiel sind manche Abschnitte irgendwie kürzer. Gerade wenn man aus dieser Halle hinten zu der anderen Halle kommt, das ist kürzer. Und irgendwie, ja, so das hier, also gefühlt zumindest, da muss ich mich noch reinfuchsen. Aber ansonsten läuft es eigentlich ganz gut. Vielmehr ärgere ich mich über die anderen Maps, Wasteland, Quarry, Karachi und so weiter. Und das sind ja alles, also ich meine, das sind alles riesige Maps. Und so mit Run and Gun ist da nicht mehr. Das ist alles irgendwie prädestiniert zum Campen, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, ich muss meine gesamte Spielweise dem Spiel hier anpassen. Also rumlaufen, Action haben, scheint hier irgendwie nicht mehr so hundertprozentig möglich zu sein. Zumindest für mich nicht. Weil gefühlt irgendwie sich jeder nur noch den Arsch abkämmt. Ja, überall wird rumgelegen, rumgegammelt, in Fenstern rumgehongen. Natürlich kommt allen sehr zugute, die halt hier die Hosen voll haben und nicht draußen rumlaufen wollen, sondern am liebsten in irgendeiner Ecke hocken und sich da die Punkte zurecht campen wollen. Also so mein Gefühl zumindest. Ja, bei diesen Maps wie hier, wie gesagt, das, auch Terminal, das ist okay, das macht noch nach wie vor Laune. Alles andere hat mir so die Stimmung jetzt schon direkt am Anfang relativ vermiest. Und ich glaube, es erfordert ein Umdenken, zumindest meinerseits, wie ich eben schon sagte, was die Spielweise angeht. Also ein bisschen mehr auf dem Bauch liegen, sich's gut gehen lassen, irgendwas zu knabbern dabei und warten, bis der ein oder andere einem vor die Linse läuft. Ja, mehr muss man eigentlich nicht machen. So habe ich so das Gefühl hier zumindest. Ja. Dann kommt man auch weit. Also im Moment komme ich nicht so weit. Also ich kann froh sein, wenn ich hier mit 17 bis 20 Abschüssen aus dem Spiel gehe, aus der Runde gehe. Das ist eigentlich so. So bei 17 lege ich immer aktuell. 20, 25 sind auch mal drin, aber darüber hinaus, da komme ich aktuell nicht. Und es ist ein zähes Unterfangen und auch ein bisschen frustrierend, muss ich gestehen. Und irgendwie habe ich mich noch nicht ganz eingefuchst. Aber gut, ist ja auch alles erst neu. Ich spiele ja auch erst jetzt hier, wie lang? 3 Tage? 4? Maximal. Und ja, die neuen Maps muss ich mir halt noch aneignen. Ja, und ganz dumm darf ich mich auch nicht anstellen. Ja, also gerade auch wie hier, Afghan ist einfach fürchterlich, was sich da im Pack rumtummelt, wie das da einfach rumlungert. Deswegen, ich bin dann immer ganz auch provokant, laufe mit der Pistole rum und hau sie alle weg, wenn sie es nicht erwarten. Ja, aber am besten auch noch irgendwie niederknüppeln oder so. Weil egal, wo man sich bewegt, man kann kaum einen Fuß vor einen anderen setzen, ohne erledigt zu sein. Und ganz beliebt sind hier diese Luftabwehrgeschütze, da oben diese Felskante, ja, ihr seht, oder der Flugzeugflügel, die Tragfläche, also irgendwie, ja, überall da in der Ecke steht man rum und gammelt und es ist einfach fürchterlich. Ja, ich meine, guckt es euch an, auch da wieder am Geschütz, zack, da hängt wieder einer rum. Und das war jedes Mal, wenn ich gespielt habe, immer in diesem Geschütz. Ich weiß nicht, was die Leute da anzieht, sich da in dieser Kuhle zu verstecken. Es ist einfach ekelhaft. Oder auch auf Quarry. Diese ganzen Fenster, diese Felsbrocken. Überall wird rumgehockt. Kaum einer läuft. Ja. Lieber gammelt man irgendwo rum. Hier, Wasteland, dasselbe Spiel. Ja. Ich nach wie vor hier mit dem Kampfgewehr unterwegs, wie es so schön hier heißt. Macht mir nach wie vor Laune. Aber es frustriert mich halt, weil ich da manchmal einfach kein Land sehe, weil halt irgendeiner wieder in irgendeinem Busch kauert, schon seit gestern Mittag. Ja. Vielleicht kommt Mutti vorbei, bringt mal eine heiße Tasse Tee, streichelt über den Kopf, sagt, na, mein Sohn, alles gut hier in deinem Busch, fühlst du dich noch wohl? Ah, riechst ein bisschen nach voller Hose oder so, ja. Also so kommt mir das hier manchmal vor. Ich weiß gar nicht, also besteht irgendwie der Map-Pool zu 3/4 nur aus diesen riesigen Maps, voller Fenster und weiter Flächen, sodass man halt wirklich nur noch mit Scope und Sniper arbeiten kann? Ich weiß es nicht. Also im Moment, ihr seht, bin ich so ein bisschen negativ eingestellt. Aber irgendwie hat es mir auch ein bisschen Spaß verhagelt. Aber ihr seht, ich meine, das funktioniert ja generell. Wenn nicht wieder, wie gesagt, irgendwo einer da rumhockt. Ja. So, Launcher ist natürlich auch immer super, wenn man es nicht drauf hat. Dann schmeißt man irgendwo ein paar Granaten rein. War hier irgendwie so, auf Launcher war schon immer das Ding. Ja, entweder Raketenwerfer oder hier so Unterlauf, was auch immer. Jo, schauen wir mal. Also das jetzt, ich stehe ja nach wie vor am Anfang und ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, muss ich gestehen. Ich muss mir auf jeden Fall die Maps aneignen, die Campspots aneignen. Ich muss umdenken. Ich muss mehr auf der Lauer liegen.
Ich muss mehr die Leute umlaufen, bewusst um die Campspots rumlaufen, aber die muss ich halt auch erstmal genau kennen. Ja, und dann funktioniert es auch. Ansonsten, so wie ihr es hier seht, man steht auf, läuft irgendwie lang und war es schon wieder. Ja, so hier auch. Dann nimmt man sich mal ein, vielleicht auch zwei und dann war es das auch schon wieder. Also irgendwie, ja, manche sagen halt, Skill-Based Matchmaking ist schuld dran, dass man nicht über drei Abschüsse kommt. Ja, kann sein. Es ist manchmal sehr frustrierend, tatsächlich, wenn man scheinbar übermenschliche Gegner hat. Aber das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so behaupten, dass mir das hier so oft passiert. Es ist eher so einfach, gerade auf diesen Karten hier, dieses Rumgegammel von vielen. Und ja, es bietet sich hier auch schlichtweg an. Also wem soll man es verübeln? Ja, wenn man dem Hund den Brocken hinwirft, dann schnappt er halt auch zu. Und so hier auch, ja. Wenn ich denen hier ein digitales Bett baue, dann lassen sie sich auch da nieder. Ja, warum auch nicht? Oh, und dann kommt Papa und versucht aufzuräumen, aber geht nicht, weil im nächsten Busch schon wieder einer liegt. Ganz fürchterlich auch Karachi. Hier in Zeitlupe. Guck mal da oben auf diesem Vorsprung da gleich. Da oben, seht ihr ihn? Ah, schön hingelegt, gleich wieder abgeduckt oder was weiß ich, wohin er ist. Oder hier schön liegt man einfach so da rum. Ah, es ist einfach ein Fest. Und ich komme damit ehrlich gesagt nicht klar. Ich weiß nicht. Da oben auch immer beliebt. Ja, das muss ich mir, wie gesagt, noch aneignen. Es geht auch immer großartig. Wenn man sich nicht dumm anstellt wie ich, ne? Du dürst es ja noch easy. Und dann aber macht man Folgendes. Man geht rein, sieht den Lauf aus der Tür, schauen, und dann dreht man sich um und ja. Also dann ist es natürlich eigene Dummheit. Ja? Alles andere. Mein Gott. So, da kommt der Nächste durchs Fenster. Okay, das war halt Pech. So, und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, ich muss einfach hergehen, immer hier so rumkauern. So, irgendeiner hat mal gesagt, ducken in Call of Duty ist schlecht, kommt man nicht aus der Position raus. Mir Latte, scheinbar geht's nur so. Irgendwo in der Ecke hocken, durchs Fensterchen schauen, stundenlang Kaffee bestellen, vielleicht irgendwo beim Essensbringdienst noch irgendwie, keine Ahnung, Apfeltasche dazu oder so. Und dann ist alles fein. So scheinbar hier, wie es sein soll. Ihr seht also auch hier schön bequem, jetzt ein bisschen das Interieur begutachten, ein bisschen aus dem Fenster schauen, gucken, was da so vor sich geht. Boah, hier durch diese hohle Gasse muss er kommen. Boah, da, gerade mal Glück gehabt. Ja. Und hier so, zack, bums, auch hier ist so eine Ecke. Ja. Da erwischt es mich auch mal wieder, bin ich zu dumm scheinbar. Also auch da, das habe ich mir jetzt gemerkt, Diese Laufwege sind immer so die Treppe runter, gleich an der Kante da langlaufen. Also das muss ich mir merken, wenn ich um die eine Ecke komme oder wenn ich selbst die Treppe runterlaufe. Das sind so Dinge, die muss ich mir jetzt noch aneignen. Und dann könnte ich vielleicht wieder vergnüglicher agieren. Auch diese scheiß Minen oder was es da ist. Jedes Mal renne ich in diesen Plumpatsch rein. Das hat mich schon immer geärgert. Claimer und Annäherungsmine. Ja, wenn ich es nicht drauf habe, dann hole ich mir die Punkte damit. Tut mir leid für alle, die das gerne einsetzen. Ich höre mich wieder fies an. Hier, guck wieder um die Ecke da. Hau ab jetzt. So. Ja, so kämpfe ich mich halt jetzt durch. Muss einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Reaktion, ja, könnte man noch ein bisschen mehr steigern. Ansonsten Map-Kenntnisse aneignen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Action, wie man am besten sich auf die Nase legt oder auf den Bauch. Schauen wir mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.